Die Regenwälder sind das hinterbliebene Paradies der Erde. Sie sind so erstaunlich und wunderschön. Diese unfassbaren Orte decken nur 6% der Erdoberfläche ab. Dennoch beherbergen sie mehr als die Hälfte aller Tiere und Vogelarten der Erde. Sie wimmeln voller Leben und gelten als Zufluchtsort für viele Spezies an Tieren in freier Natur. Diese Wälder sind lebensnotwendig, denn sie produzieren den meisten Sauerstoff, den wir atmen. Sie stellen frisches Wasser sicher, sind der Urquell für einen Großteil an Speise und gelten für unsere Welt als die größte Apotheke. Die meistgenutzte Medizin für unser Wohlergehen und unsere Gesundheit kommt von ihnen. Regenwälder sind des Planeten größte Lagerräume. Und das Faszinierende ist, diese Wälder vermitteln uns eine einzigartige Botschaft. Begleite mich auf einer Reise, auf der wir die wundervolle Welt des Regenwaldes entdecken. Das letzte Paradies. Dieser große Blätterhaufen in dem Herzen des Regenwaldes ist von nur einem Vogel zusammengetragen, dem männlichen Buschtruthahn. Er ist eigentlich ein riesiger Brutkasten, zu dem die Weibchen kommen, um ihre Eier zu legen. Interessanterweise hält das Männchen den Hügel auf einer konstanten Temperatur. Er schafft das, indem er Blätter entfernt, wenn es zu warm wird, oder Blätter hinzufügt, sobald es abkühlt. Er weiß instinktiv, dass kompostierendes Laub Wärme generiert. Das ist genau das, was die Eier warm hält. Es ist Frühling und er arbeitet hart, um den Hügel vorzubereiten. Er hat Monate gebaut, um diese Größe zu erreichen. Wenn sich dann eine Henne in sein Waldgebiet begibt, begrüßt er sie durch sein männliches Imponieren. In Lichtgeschwindigkeit gräbt er ein Loch zum Nisten. Sein Hügel benötigt in etwa 33 Grad Celsius. Die Temperatur testet er mit seinem Schnabel. Genau richtig. Das Ei, das sie legt, ist groß. Und eine Vielzahl an Eiern wird sie diesen Frühling noch legen. Das Weibchen verschwindet, um sich von ihrer eierlegenden Anstrengung zu erholen. Aber das Männchen bleibt, um die Eier pflichtbewusst zu bewachen, was ihm unheimliche Energie abverlangt. Eine Python schleicht sich an. Sie weiß, es gibt dort Eier im Hügel. Aber diese eigentlich starken und bedrohlichen Reptilien treffen auf einen ebenbürtigen Gegner. Jetzt muss der Truthahn seine Sache richtig machen. Er möchte nicht in zu gefährliche Nähe der Schlange kommen, muss aber nahe genug an sie heran, um ihr eine zu verpassen. Solch eine große Anstrengung für den Truthahn, um die Eier zu beschützen. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn die Küken den Hügel verlassen, haben die Eltern allerlei Interesse verloren. Diese kleinen Wattebällchen müssen sich nun selbst wehren können. Nachdem sie tief aus dem Inneren des Berges geschlüpft sind und sich ganz allein durch das Laub an die Oberfläche gewühlt haben, können diese kleinen Kämpfer von Anbeginn an fliegen. Auf dem Boden des Regenwaldes ist das Leben üppig. Aber sogar hier entgegnen Schlangen unfreundlichen Nachbarn. Trotz allem haben Schlangen gelernt, einander zu respektieren, miteinander zu leben und unnötige Konflikte zu vermeiden. Schwarze Skinke, einer der größten Skinke der Welt, entspannen sich in den warmen Sonnenflecken auf dem Boden des Regenwaldes. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, auf ihre Jungen aufzupassen, während sie lernen, für sich selbst zu sorgen. Der Wald ist auch die Heimat von zwei Arten von Laubenvögeln. Dieser prächtige Laubenvogel hat sich eine Laube aus Stöcken auf dem Boden des Regenwaldes gebaut. Die Laube ist kein Nest. Es ist ein sorgfältig gebautes Stockwerk, das entworfen wurde, um Weibchen anzulocken. Er hat den Boden seiner Laube mit wertvollen Schätzen dekoriert und parfümiert liebevoll die Wände mit aromatischen Blättern, um sie ansprechender zu gestalten.
Das Weibchen ist beeindruckt und fliegt herunter, um mit einer aufregenden Walz begrüßt zu werden. Er begrüßt sie enthusiastisch und präsentiert seine Waldschätze. Wer könnte bei dieser beeindruckenden Vorstellung Nein sagen? Er gewinnt ihr Herz und sie nimmt seine Annäherungsversuche an. Der Frühlingsregen ist angekommen und lässt die Bäche des Regenwaldes anschwellen. Der weibliche Regentschaftslaubenvogel hat sein Nest in der Nähe eines Wasserfalls und zieht dort seine Küken auf. Ihre kryptische Färbung steht in starkem Kontrast zum hellen Gewand ihres Männchens. Aber ihre Überlebenschancen und die ihrer Küken sind dafür viel besser. Sie räumt das Nest auf, bevor sie geht, und frisst die Beeren, die ihre Küken haben fallen lassen. Sie wachsen schnell und nach 2,5 Wochen sind sie bereit, das Nest zu verlassen. Als Alleinerziehende muss sie ihre Zeit zwischen dem Sammeln von Nahrung und dem Versorgen ihrer Jungen aufteilen. Nach ihren Flugabenteuern lässt sich die Familie neben einer schlafenden Regenwald-Batagame nieder. Die Batagame liegt regungslos auf einem Baumstumpf. Er verschmilzt förmlich mit seiner Umgebung und verlässt sich auf seine Regungslosigkeit, um nicht entdeckt zu werden. Doch scharfe Krallen im Rücken und ein schnelles Picken auf die Nase ist einfach zu viel für eine Batagame. Weit verbreitet ist der faszinierende Satin-Laubenvogel. Diese wettkampfbereiten Männchen lieben einfach die Farbe Blau. Alles, was sie Blaues finden können, bekommt einen Ehrenplatz in der Laube. Das Problem für diesen Satin-Laubenvogel ist, dass er manchmal seine Laube verlassen muss, um auf Nahrungssuche zu gehen und nach neuen Schätzen zu suchen, um seine Laube zu verbessern. Ein Männchen mit einer Laube in der Nähe nutzt die Gelegenheit, um die Laube seines Rivalen zu vandalieren. Er macht sich mit großer Eile und offensichtlichem Vergnügen an die Aufgabe. Er ist nervös und er weiß, dass jeden Moment der stolze Besitzer zurückkommen könnte, ihn auf frischer Tat ertappen würde und er in großen Schwierigkeiten wäre. Männliche Laubenvögel betrachten diese blauen Federn als wertvollen Besitz und der Eindringling weiß, sie würden seiner Laube echt Klasse verleihen. Der Besitzer eilt zurück. Aber es ist zu spät. Sein Meisterwerk liegt in Trümmern und er weiß, dass er noch viel Arbeit vor sich hat, wenn er eine Chance haben möchte, ein Weibchen anzulocken. Die Besessenheit des Männchens mit diesem komplexen Paarungsritual lässt ihm keine Zeit für familiäre Pflichten. Das Leben des Weibchens ist das einer alleinerziehenden Mutter, mit einem Nest voll hungriger Schnäbel, die es zu füttern gilt. Laubenvögel essen die Früchte aus dem Regenwald, und dieses Weibchen nutzt den Vorteil, um zu der Zeit der reifen heimischen Himbeere zu nisten. Aber wo ist das Männchen? Er ist zurück in der Laube und übt seinen besten Tanz, in der Hoffnung, einen weiteren Besucher anzulocken. Unter den 1000 grünen Schattierungen ist Rot die Farbe, die über alles im Regenwald heraussticht. Aber Rot ist nicht die einzige leuchtende Farbe hier. Regenwälder aus aller Welt bewahren blühende Pflanzen mit all ihren reichen Farben und ihrer atemberaubenden Schönheit. Antarktische Buchen sind ein wahres Relikt aus einem verlorenen Zeitalter. Man hat ihre Fossilien sogar im Gestein begraben unter der antarktischen Eiskappe gefunden. Einzelne dieser Bäume findet man heute nur noch auf hohen Gebirgszügen. Die meisten sind nicht auf Samen angewiesen, um zu keimen, sondern sind Ableger aus dem gleichen alten Wurzelwerk, das sich immer wieder zu Bäumen entwickelt. Die Wedel des Vogelnestfarns leiten Regenwasser und Laubstreu geschickt zurück in das Zentrum der Pflanze ab, wo es gebraucht wird. Sie ziehen auch Feuchtigkeit aus der schwülen Luft und bieten ein Zuhause für eine Vielzahl von kleinen Waldtieren. Die Epiphyten zusammen mit dem enormen Gewürf von Lianen, die die Bäume umhüllen, machen fast die Hälfte des Großteils dieses Regenwaldes aus.
Viele Regenwaldbäume haben flache Wurzeln und sind stattdessen auf die Stabilität ausgestreckter Wurzelstreben angewiesen. Stürme kommen in den wärmeren Monaten des Jahres und bringen sinnflutartige Regenfälle, starke Winde und Blitzeinschläge, die Löcher in die Baumkronen reißen. Zweige können abknicken, belastet durch das zusätzliche Gewicht von Epiphyten und Lianen. Wenn der Regen die Wurzeln lockert, kann der Sturm riesige Bäume zu Fall bringen. Aber diese Lücken im Kronendach bieten eine Gelegenheit für neues Wachstum. Farne und Alocasias gedeihen im neu geschaffenen Lichtglanz. Und diese riesige australische Brennnessel streckt sich nach der Sonne aus. Letztlich verschließt sie die Lücke im Kronendach wieder. Sie sind vermutlich die größten Nesselpflanzen der Welt und werden bis zu 40 Meter hoch. Ihre großen, herzförmigen Blätter sind mit winzigen, dichten Brennhaaren besetzt, welche einen quälenden Stich verursachen können. Doch trotz ihrem gewaltigen Schutzmechanismus werden diese riesigen Bäume angegriffen. Und zwar von einer Armee pflanzenfressender Insekten. Sie speisen mit enormem Eifer und betrachten diese Blätter zweifellos als eine Delikatesse. Wobei diese giftigen Härchen der Mahlzeit eine gewisse Würze verleihen. Große Buchsbäume mit massiven Brettwurzeln bieten Schutz vor starkem Wind, der gegen hohe, schlanke Regenwaldbäume weht. Ihre nektargefüllten Blüten sorgen als energiereiche Nahrung für Schwärme farbenprächtiger Regenbogenloris. Eilig bewegen sie sich durch die Blätter und halten nur inne, um ihre zuckerhaltige Mahlzeit mit ihren speziell angepassten Zungen zu verkosten. Mulden in den Buchsbäumen sammeln Trinkwasser für diese Vögel. Aber es gibt nur Platz für zwei an diesem Trinkloch. Die anderen müssen geduldig warten, bis sie an der Reihe sind. Diese beiden haben beschlossen, sich im Wasserloch ein Bad zu gönnen. Eine zusätzliche Geduldsprobe für die anderen. Platzmangel sorgt bald für Ärger. Und so verlässt das zankende Paar das Wasserloch. Zum Wohl für die anderen. Regenwälder sind extrem artenreich und diese Artenvielfalt ist essentiell für die Gesundheit unseres Planeten. Von allen Lebewesen auf der Erde, abgesehen von Bakterien, sind es Insekten, die sich am erfolgreichsten vermehren. Es gibt dreimal mehr Insektenarten als alle anderen Arten zusammen. Immer wieder werden neue Insekten entdeckt. Der Insektenkörper ist der am besten an das Leben angepasste. Und so haben Insekten ziemlich jede ökologische Nische ausgenutzt, die es gibt. Der Regenwald könnte ohne sie nicht existieren. Insekten sind unverzichtbar für die Pflanzenbestäubung. Blüten, ihre Farbe und ihr Duft sind die Signale, dass Nektar vorhanden ist. Und die Funktion des Nektars ist, die Bestäuber anzulocken. Die Pflanzen brauchen also die Insekten, aber die Insekten brauchen auch die Pflanzen. Die meisten Pflanzenarten werden von Insekten gefressen und die Insekten sind ein Festmahl für hunderte von hungrigen Mäulern. Als sich der Tag dem Ende zuneigt, machen sich Tausende von Flughunden bereit zum Aufbruch für ihren nächtlichen Streifzug nach Früchten und Nektar. Diese Kolonie von Fledermäusen verlässt nachts ihre Höhle, um nach fliegenden Insekten zu jagen. Sie navigieren ihren Weg in völliger Dunkelheit durch das Gewirr von Ästen und Ranken. Ihre fein abgestimmten Sinne lassen die Beute lokalisieren. Der Trick, ihr Echolot. Nur weil es dunkel ist, heißt es nicht, dass der Regenwald schläft. Die Pflanzen gehen in einen Nachtzyklus. Jetzt produzieren sie Energie durch die Verbrennung von Zucker, den sie tagsüber durch Photosynthese gewonnen haben. Nahrung ist im Regenwald reichlich vorhanden. Diese versorgt auch die ganze nachtaktive Gemeinschaft. Bilchbeutler sind Nektarfresser und spielen eine aktive Rolle bei der Bestäubung von Blumen.
Ebenso wie diese Opossums gibt es eine Reihe an scheuen Säugetieren, wie die Breitfußbeutelmaus, die australische Buschratte oder den Pinselschwanzbeutler. Rotäugige Grünfrösche bringen eine enorme Menge an Energie auf, um einen Partner anzulocken. Dies ist eine riskante Angelegenheit, weil sie nicht nur auf das gewünschte Weibchen aufmerksam machen, sondern auch Jäger der Nacht, wie diese hochgiftige Schlange, wissen, dass die Frösche immer im Sommer zu diesem Teich kommen, um zu paaren. Ein sehr erfolgreicher, heimlicher Jäger der Nacht ist der große Pinselschwanzbeutler. Mit seiner superempfindlichen Spürnase bewegt er sich ruckartig und in unregelmäßigen Abständen durch den Regenwald. Es erschnüffelt jedes Insekt, das sich in den Ritzen oder toten Ästen versteckt. Pinselschwanzbeutler führen ein einsames Leben und gehen nur während der kühleren Wintermonate auf Partnersuche. Zum Morgengrauen wird sich dieser nächtliche Jäger sicher im Ast eines hohen Regenwaldbaumes verstecken. Unten auf dem Boden des Regenwaldes schnüffeln Bandicoot-Ratten nach Spinnen, Larven und Insekten in der Laubstreu. Die Jungtiere sind ein wenig zögerlich und wagen sich nicht aus ihrem Versteck, dem hohlen Baumstamm. Dieser kleine Kerl kann sich nicht entschließen und entscheidet sich dann doch, auf einem anderen Weg herauszukommen. Vorsichtig stochert er durch das Laub. Nichts entgeht ihrer aufmerksamen, nach Nahrung suchenden Schnauze. Jedes fremde Geräusch in der Nacht des Regenwaldes schreckt die Jungtiere zurück in die Sicherheit ihres Baumstamms. Aber schon bald sind sie wieder draußen auf der Suche nach einer weiteren leckeren Mahlzeit. Zwergbilchbeutler, kleiner als Wühlmäuse, schauen vorsichtig aus ihren Schlafhöhlen. Sie ziehen los in die Nacht auf der Suche nach Früchten und Nektar. Regenwaldfeigen bieten eine zuckrige Mahlzeit und reichlich Energie für dieses kleine Wollknäuel. Aber es gibt noch mehr in diesem großen Regenwald zu finden. Mit Nektar gefüllte Blumen wie diese subtropische Telopea ist das, was sie wirklich genießen. Allzu lange können sie nicht in der freien Natur verweilen, denn Raubtiere lauern ihnen auf, also schnell zurück in die schützende Dunkelheit. Diese Riesenbeutelmardermutter hat erfolgreich ihre Jungen aufgezogen. Sie hat ihnen beigebracht, ihr Futter selbst zu erschnüffeln. Als Jungtiere nehmen sie jede Gelegenheit wahr, sich gegenseitig zu jagen, Verstecken zu spielen oder um ihr Nest herumzurennen. Marder sind sehr fähige Jäger mit kräftigen Krallen und scharfen Zähnen. Das macht sie zu einem der gefürchtetsten Raubtiere im Regenwald. Das Klima hier im Hochgebirge des Regenwaldes passt zu einigen beeindruckenden Lebewesen. Dieser Lemmington-Blausteinkrebs überlebt in den Bächen des Regenwaldes. Sie überleben nur in einem stabilen, feuchten und kühlen Klima. Viele andere Lebewesen kommen zu diesem schattigen Tümpel, um zu trinken und sich zu baden. Der Regenwald ist eine der letzten Stützen der Natur. Er beheimatet eine einzigartige Gemeinschaft, überlebende Wesen aus goldenem Zeitalter. Jedes Lebewesen, das hier lebt, ist wertvoll. Und wir müssen alles tun, was wir können, um ihr Zuhause zu schützen. Diese komplexe und schöne Welt ist der Regenwald. Die Leierschwänze singen die Lieder ihrer Vorfahren schon seitdem es den Regenwald gibt. Mögen unsere Kinder auch in Zukunft noch Freude an ihrem glorreichen Gesang haben. Ein weiser Mann sagte einmal vor etwa 200 Jahren: In der Wildnis liegt die Erhaltung der Welt. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Worte zu beherzigen und uns von der Wildnis aufmuntern zu lassen, unserem geschäftigen Alltag neues Leben einzuhauchen.
Aber der Regenwald macht noch mehr, viel mehr. Er trägt in sich eine besondere Botschaft über unseren Ursprung, die uns Sinn gibt und Zweck, inneren Frieden und Glück, genau hier und jetzt, und die uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Im Regenwald sehen wir Schönheit und Ordnung, Design, Präzision und Gleichgewicht. Dies zeigt, dass der Regenwald ein beabsichtigtes Ergebnis ist und nicht Resultat des Zufalls. Es ist das Ergebnis von Design und nicht glücklicher Umstände. Der Regenwald zeigt uns, so eindringlich wie keinesgleichen, dass hier ein Meisterdesigner am Werk war. Die Bibel beschreibt diesen Meisterdesigner in ihrem ersten Satz. So steht in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So ist die Botschaft des Regenwaldes einfach und klar. Der ganze Reichtum des Lebens hier und über diesen Planeten hinaus ist nicht versehentlich oder durch Zufall entstanden. Vielmehr begann das Leben mit Gott, dem Meisterdesigner. Verstehst du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass das Leben einen Zweck hat, besonders für uns Menschen. Wir sind der Höhepunkt Gottes Schöpfung. Es bedeutet, dass man kein Zufall ist. Deine Geburt war kein Fehler oder Missgeschick. Und dein Leben ist kein Zufall der Natur. Es ist weder Schicksal, noch Glück, noch Zufall, dass du du bist. Dass du am Leben bist und in diesem Moment atmest. Gott hat an dich gedacht, als er die Welt erschuf. Genau genommen hat er sie deshalb erschaffen. Er hat alles mit großer Präzision geplant. Sie ist eine Sonderanfertigung mit exakten Anforderungen, welche menschliches Leben möglich machen. Gott hat die Umgebung dieses Planeten nur entworfen, damit wir darin leben und sie genießen können. Wir sind der Fokus seiner Liebe und das Wertvollste seiner ganzen Schöpfung. Du bist lebendig, weil Gott dich erschaffen wollte. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Nichts in deinem Leben ist Willkür. Alles dient einem Zweck. Der Meisterdesigner hat einen Plan, einen wundervollen Plan für das Leben. Und er hatte einen Plan, als er dich erschuf. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich aus einem bestimmten Grund erschaffen und dein Leben hat eine tiefere Bedeutung. Wir entdecken unseren Sinn und Zweck nur, wenn wir Gott zum Orientierungspunkt unseres Lebens machen. Also sieh dich, wie Gott dich sieht. Studiere Gottes Wort, die Bibel, und du wirst entdecken, dass du wertvoll bist, von Gott geschaffen. Du bist kein Zufall. Ich kann dir versichern, dass Gott dich gewollt hat. Du bist bedeutsam. Du hast Wert. Du bist begabt. Du bist talentiert. Und du hast eine Aufgabe auf dieser Erde. Das ist eine Wahrheit, auf der du dein Leben aufbauen kannst. Wenn du das möchtest, warum nicht gleich jetzt mit einem Gebet? Himmlischer Vater, heute wollen wir dich als den Meisterdesigner, den Schöpfer des Himmels und der Erde anerkennen. Wir danken dir für das Leben und für die erstaunlichen und schönen Regenwälder, die du uns gegeben hast. Mögen wir ihre Bedeutung erkennen und alles tun, was wir können, um sie zu schützen und zu bewahren. Und mögen wir uns daran erinnern, dass du nicht nur der göttliche Meisterdesigner unseres Planeten bist, sondern auch unser liebender himmlischer Vater, der uns geschaffen hat, unser Leben lenkt und uns eines Tages ein Zuhause bei dir verspricht. Segne uns, wir beten, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn dir die heutige Reise durch den Regenwald gefallen hat und die Gedanken dazu, wie das Leben begann, dann sei auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns wieder zusammen auf die Reise begeben. Bis dann und denke an das allergrößte Reiseziel unseres Lebens. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen.